Eine Schalker-Farm, die 2000 Schalker-Chels die Stunde produziert. Gepaart mit einem unfassbaren Design. In der letzten Folge habe ich begonnen, das Lagerdesign zu planen. Ich bin die ersten Schritte durchgegangen und habe die erste Fassade gebaut. Doch dann bin ich dabei stehen geblieben, dass ich verschiedene Ebenen von Glas benutzen will. Und wie sehr ich diese verschiedenen Ebenen Glas in dieser heutigen Folge zerreiße, das ist mal wieder nicht feierlich. Wenn ihr gedacht habt, dass wir in den letzten 6 Folgen krass weit gekommen sind, na dann wünsche ich euch super viel Spaß mit dem heutigen Video. Übrigens gibt es neue Streamingzeiten, und zwar bin ich jeden Montag, Donnerstag und Freitag ab 18 Uhr online. Ich find's momentan irgendwie gut und irgendwie schlecht, weil irgendwie passt's, aber irgendwie auch nicht. Ich hoffe, dass die verschiedenen Glassorten durch den Glaseffekt, den wir damit erzeugen, dann nochmal ordentlich was rausholen. Würde ich jetzt sagen, wenn wir hier die Glassorten drin haben, können wir jetzt einmal gucken, wie wir die Decke machen, beziehungsweise wie wir die Farbveränderung in der Decke hier reinziehen, weil die Decke soll ja auch nicht so natürlich bleiben, wie sie jetzt ist, sondern auch da sollen ja verschiedene Glassorten rein, damit auch da dieser Effekt im Prinzip gegeben wird, den wir jetzt hier überall gebaut haben die ganze Zeit. Ich würde sagen, wir bauen das wieder hier vor an dem einen Ding, und dieses eine Ding übernehmen wir dann hier auf alle vier Abteile. Mashallah. Sehr, sehr gut, Jungs. Dann haben wir den ersten komplett fertigen Abteil jetzt hier. Das ist das Final Design. Das absolute Final Design. Also das Einzige, was vielleicht passiert ist, dass wir halt hier noch Blöcke ransetzen oder so. Aber das kommt später, wenn die Decke drin ist. Und das ist dann unser, unser deeper Raum, wenn du so willst, ne? Es ist halt wirklich sehr, es ist sehr mysteriös. Man könnte auch perfekt, Digga, das ist eigentlich ein perfekter Halloween-Raum einfach. Aber dieses Design, also das hier von der Decke, werden wir jetzt einmal überall bei diesen 1, 2, 3 Abteilen noch übernehmen. Das wird eine ziemliche Arbeit, weil wir müssen einmal erst den Bogen bauen. Und da muss ich auch nochmal gucken, dass wir den halt richtig bauen und richtig übernehmen. Und wenn der Bogen da ist, geht es eigentlich, glaube ich, relativ flott mit den restlichen Blöcken. Das sieht doch gar nicht scheiße aus, Mann. Oh, Digga. Das sieht schokusell aus. Viel zu hoch. Was für viel zu hoch, finde ich gar nicht, Digga. Ich finde, das passt perfekt von der Höhe. Das ist super geworden. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir hier diese Wand irgendwie ordentlich hinbekommen. Weil da, Digga, bei dieser Wand habe ich noch gar keinen Plan. Viel zu hoch, voll kacke. So dumm, Digga. Ihr seid so dämlich, Chat. Hätte ich die Decke niedriger gemacht, wäre es absolut unproportional gewesen. Nur halt die Wand, die wird jetzt ganz interessant. Ich finde halt die Idee mit der Schalker gar nicht dumm. Also ich finde die Idee war vorhin im Chat, dass wir hier eine Schalker reinbauen, die gerade offen ist. Eigentlich echt cool. Das Ding ist, ich würde die Wände dann schräg bauen und das könnte sehr kompliziert werden. Also, dass wir im Prinzip, warte, ich zeige euch das mal. Also, ich versuche es mal wenigstens, dass wir die so bauen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass sie schräg hier rausguckt und dann hier im Prinzip schräg offen ist und da eine Kugel rausschießt, die dann hier durch den Raum fliegt. Das Ding ist, dafür brauchen wir erstmal eine grobe Grundwand, beziehungsweise einen Grunddesign der Wand. Und das habe ich halt noch gar nicht. Ich könnte eigentlich überall Glas setzen, aber nur Glas zu setzen, würde auch unfertig den Raum aussehen lassen irgendwie. Wobei ich mir vorstellen könnte, wenn da die Schalker drin ist, und zwar jetzt alles, also sagen wir, alles ist voll mit Glas, wenn halt die Schalker hier drin ist, könnte das wiederum wild aussehen. Einen Pfosten zu platzieren hier in der Mitte wäre vielleicht auch nicht das Schlauste. Obwohl, wenn wir den Pfosten hier bei der Glaswand direkt platzieren, dass die Schalker so am Pfosten hängt, wisst ihr, wie ich meine? Pass auf, wir ziehen jetzt erstmal einen Balken in die Mitte durch. Obwohl, dann kann ich die Glaswand aber auch nicht mehr einblocken. Wir ziehen trotzdem erstmal den Balken hoch und dann gucke ich mal, ob ich, Alter, wir ziehen erstmal den Balken hoch, dann werde ich diese Glaswand bis nach oben durchziehen, also komplett Glas hier machen und dann gucke ich mal, oder gucken wir mal, ob wir irgendwie eine Schalker-Design bekommen. Also ein W wäre ganz cool, eine Schalker wäre halt zu viel. No joke, eine Schalker wäre halt
an der Wand hier wäre eine Schalke einfach zu viel. Ich habe mir hier auch aufgeschrieben, was wir noch machen müssen. Also ich will noch einen Kronleuchter bauen, dann halt Schalker Grau, aber die kommen definitiv nicht, denke ich. Dann haben wir eine Erklärung, wie die Farm funktioniert. Das haben wir nämlich voll vergessen. Dann extra Chests mit Elytren und Raketen und halt die Banner überall. Und dann halt hier der Durchgang, der noch gebaut werden muss. Aber sonst haben wir soweit hier erstmal alles gut geschafft. Ich wollte jetzt eigentlich erst mit dem Redstone anfangen, aber ich glaube, wir bauen zuerst die Wand hier und schon... Wow, ey. Aber ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal hier die Wand fertig bauen und schon mal den ersten Abteil von diesem Weg, der hier lang gehen wird. So, ich überlege, ob wir hier halt noch Platz lassen, um diese Chests zu setzen, wo halt dann die Lytrons reinkommen. Aber wenn nicht, setzen wir die einfach hier hinten. Ich glaube, das sollte auch passen zur allergrößten Not. So. Wir müssen dann halt nur sehen, dass der Durchgang, der hier hinkommt, auch relativ nice von außen aussieht. Und von außen nicht hässlich as fuck wird wie unser restliches Lagersystem-Abteil. Das sieht ja von außen wirklich katastrophal aus. Das wird so wild, das passt perfekt dahin. Ich schwör's euch, ich sag's euch, wie es ist. Mal gucken, ob es von der Höhe her passt. Oh. Viel zu hoch einfach, Digga. Viel zu hoch. Oh. Boah, das W passt da gut. Das passt sehr, sehr gut dahin. Ich überlege nur, ob wir es vielleicht so noch machen. Boah, Digga. Aber noch einen Block hoch, oder? Ein Block höher. Ich mach's einen Block höher. Half-Slab und einen Block. Half-Slab und einen Block. Oh. Digga. Willkommen im Lager von Valation, Mann. Alter, das W passt da perfekt hin. Das passt da so perfekt hin, Mann. Und vor allem, das beim W ist halt das Geile. Ein W ist nicht so wie beispielsweise ein Z oder ein E. Wie bei Zlexis im Namen, sondern ein W, Digga, ist perfekt, denn du erkennst es von beiden Seiten als W, Mann. Von beiden Seiten einfach. Chokusel. Genau so soll es sein. So dieses W, Digga, das ist so meins einfach, dieses W-Design. Digga, das hab ich, darauf könnte ich Patent gefühlt anmelden, wisst ihr, wie ich meine? So ist es schon. So, Jungs, jetzt müssen wir abmessen. Wir haben das, ja, Grunddesign. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir das hier ändern, weil das gefällt mir wirklich noch gar nicht hier. Das außenrum, vielleicht arbeiten wir daran noch oder nicht, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall muss das jetzt gestackt werden. Also im Prinzip muss das jetzt, Kahung, 10-mal bis nach da hinten, bis halt zum Nether-Portal, genau in dem Design, genau in dem Aufbau, genau wie wir es hier gemacht haben. Immer 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3 bis nach da hinten. Das Ding ist, eigentlich gefällt mir der Gang bisher ganz gut. Was mich halt immer noch stört, ist die Decke. Die Decke ist zu trist. Da mir fehlt irgendwas an dieser Decke. Ich kann euch aber auch überhaupt nicht sagen, was mir da fehlt. Also was ich mir wünschen würde oder so, was da hin soll. Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann es mir auch noch gar nicht vorstellen, was da irgendwie rein soll oder so. Boah, das sieht so fett aus einfach. Es sieht so krass aus mit dieser Schalker-Farm, die sich da mit dich hinten aufbaut. Fichtenholz? Alter, Jungs, ich frage euch nie wieder nach irgendwas. Was halt rein theoretisch wild wäre, wenn wir hier durch diese Wand ein Beacon durchscheinen lassen würden. Und das dann überall. Heißt da ein Beacon, 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 da ein Beacon. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen sehr übertrieben. Wobei es halt auch echt wild aussehen würde. Lava-Wände fände ich wild. Ach, Mike. Ich guck gar nicht mehr in den Chat. Und für die Decke gibt's, glaube ich, keine Lösung mehr. Ja, okay, nee, dann passt auf, dann bevor wir jetzt die Kronleuchter machen, machen wir erstmal das Nether-Portal da hinten. Und designen das einmal weg. Ich will ja eigentlich hinter das Nether-Portal ganz viele Schalker-Kisten machen. Das Ding ist, ich befürchte, dass wir dafür nicht genug Schalker-Kisten haben. Also wir hatten ja ganz viele leere gemacht. Aber wer weiß, ob das ausreicht, Alter. Boah. Junge, das sieht so wild aus, wenn man durchfliegt. Warte, nochmal zurückfliegen, einfach fürs Feeling. Oh, tschusch, und dann kommst du hier an. Bam. Oh mein Gott. Ich habe übel die dope Idee. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich so wild am Ende ist. Theoretisch könnten wir das Schwert dahin bauen. Ein Schwert, was hier so kreuz, also nicht kreuz, sondern, wie nennt sich das? Nicht quer,
nicht kreuz, sondern vertikal. Nee, auch nicht vertikal, aber so halt, ne, so hier rein zeigt und so da weg zeigt. So zwei Schwerter, die da rein knallen. Jungs, wie soll ich ihn oben weglassen? Dann sieht's ja, guck mal, von hier sieht's überdope aus. Von hier ist es ultra, ultra cool. Uff. Junge, das sieht fucking dope aus. Warte mal. Oh. Chocuzel sieht das aus. Junge, das sieht so richtig aus wie so neues Universum hinter dem Portal. Wisst ihr, wie ich meine? Wie so ein neuer Welttoreingang einfach. Wollen wir mal ein Schwert versuchen, Chat? Ist so ein Schwert schwer zu bauen? Eigentlich ja nicht, ne? Ich versuche mal ein Schwert. Dafür brauche ich aber Eisenblöcke. Weil die Eisenblöcke würden dann die Klinge darstellen. Und dann brauche ich noch Holz. Sehr gut gelungen. Es ist sehr, sehr gut gelungen. Es gefällt mir ultra wild. Warte, wir gucken uns das nochmal von verschiedenen Perspektiven an. Oh. Also die Schwerter passen halt wenig dahin. Also wenig zum Baustil. Aber sei drauf geschissen. Also no joke, sei so drauf geschissen. Scheißegal, Alter. Es sieht sehr, sehr gut aus. Auch das Tor mit den Schwertern gefällt mir so krass gut. Oh. Maschallah. Das stellt euch doch zufrieden, sowas zu sehen. Sehr, sehr wild. Ganz, oh mein Gott. Digga, warum war das jetzt so laut? Dann machen wir mal, eine Glaswand dahinter. Und dann werden wir davor alles vollsetzen mit Schalkern. Also mit Schalker-Kisten. Wir haben halt lange nicht genug Schalker hier, damit wir die Wall vollkommen ausfüllen können. Das ist halt nicht mal annähernd. Wir haben nicht mal annähernd genug. Da fehlt noch jede Menge, Digi. Naja, Weiß würde auch besser aussehen als Magenta, definitiv. Guck mal, ich bin ja bei einer Schalker-Farm. Und ich würde gerne halt die Schalker auch irgendwo repräsentieren, ne? Und das macht halt diese Wand da hinten. Und wir müssen jetzt hier jede Schalker-Kiste bekommen. Oder mitnehmen, die wir irgendwie bekommen können. Wir werden wohl erstmal die Farm anschmeißen müssen, bevor wir diese Wall beenden können. Ey, ich muss noch mal erwähnen, wie Bombe diese Schwerter einfach aussehen. Oh, oh, Digga. Uff. Oh. Ab dafür. Ja, okay, dann, also passt auf, dann lassen wir das jetzt einfach erstmal so, wie wir es jetzt hier haben. Und die restlichen Schalker, wir müssen die Farm maximal, keine Ahnung, 30 Minuten mal durchlaufen lassen oder so. Wenn wir dann die Farm 30 Minuten durchgelaufen haben, können wir hier auch die Wall beenden. Die muss jetzt aber erstmal so bleiben, weil wir einfach zu arm sind. Wir haben einfach nicht genug Schalkerkisten. Es ist Real Talk richtig, richtig traurig. Wenn ihr wirklich dachtet, dass das, egal ob Design oder Redstone-technisch, das Ende war, seid ihr vollkommen falsch.